von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Heinrich Heine. Herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Moderatorin Brigitte Nemzow trifft diesmal die Hermeskeiler Autorin Renate Meyer und ihr Buch Ich brauche dich, ich liebe dich. Herzlich willkommen zu Zwischen den Zeilen. Mein Gast ist heute Renate Meyer. Herzlich willkommen, Renate. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Das ist gerne geschehen, Renate. Renate, du bist ja so eine Autorin und Kunstliebhaberin und Kulturliebhaberin aus vollem Herzen. Bist im Hochwald unterwegs. Was sind denn deine Tätigkeiten im Rahmen der Kultur im Hochwald? Ja, wir haben also erstens mal ich bin innerhalb der Kultur tätig. Das heißt also, wir haben einen Förderverein gehabt, das gehört jetzt zur Stadt dazu. Kultur erleben heißt das. Und dann bieten wir über das ganze Jahr hinüber Veranstaltungen an, entweder Musikveranstaltungen oder wir haben Lesungen oder Kabarett oder eben Folk, alles Mögliche, wobei wir denken, das würde die Leute interessieren. Alles an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Hermeskeil, ja. Und Hermeskeil herum oder nur in Hermeskeil? Nein, in Hermeskeil und manchmal auch in Vororten, aber es kommt ja immer darauf an, dass man einen passenden Saal hat. Wir haben also dann 50er oder 30er Veranstaltungen, da brauchen wir nur einen kleinen Raum oder eben wir nehmen das Mehrgenerationenhaus, das ist mittelgroß, da passen so 300 bis 350 Leute rein. Oder dann, wenn wir denken, eine Veranstaltung läuft sehr gut, dann haben wir die Hochwaldhalle, da gibt es bis zu 900 Plätze. Oh, das ist natürlich, das ist ja dann Publikum, da ist dann noch Atmosphäre, toll. Das ist natürlich dann hauptsächlich bei der Karnevalssitzung. Ja. Oder wenn wir irgendetwas Einheimisches haben. Ja, genau. Dieses Hermeskeil-Kulturerleben läuft ja über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, das hat im Januar angefangen dieses Jahr und läuft bis? Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres, also über 12 Monate hinweg immer wieder Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten. Ja. Tatsächlich auch so eine interkulturelle Geschichte, ne? Dass man wirklich alle Kultursparten, Bildhauerei, Malerei, Literatur, Musik zusammenbringt. Alles irgendwie abdeckt. Ja. Toll. Ja, ja. Tolle Geschichte. Du bist verantwortlich für die ein oder andere Veranstaltung. Ja, ja. Und ich habe also dieses Jahr habe ich eigentlich hauptsächlich Musikveranstaltungen. Das ist der Herr Sittmann, der ist ja hier allgemein bekannt. Und dieses Mal in einer anderen Formation, weil sein weiblicher Part ist in Umständen also nicht verfügbar. Und dann habe ich die Gruppe Percussion heißt es, ja. Das sind also alles Holzinstrumente, eine äußerst interessante Vorstellung. Na gut, dann können die Zuschauer ja mal im Internet schauen und schnüffeln, ob es da Veranstaltungen gibt, die sie interessiert. Ja, ja. Wenn du jetzt diese interkulturellen Veranstaltungen organisierst und auch schon lange begleitest, du machst das ja jetzt schon über 14 Jahre, wie unterscheidet sich, ich sage jetzt mal, der Hunsrücker an sich zum Eifler? Denn in der Eifel, da passiert ja relativ viel an Kultur, auch an unterschiedlicher Kultur, Literatur, Musikfestival und sowas alles. Und da hört man immer viel von Hunsrück hört man weniger. Ja. Was glaubst du, was unterscheidet Hunsrück und Eifel und woran liegt's? Das liegt eigentlich an dem an Herrn Zierden, der seine Eifel-Literaturtage so großartig in die Öffentlichkeit bringen konnte. Das haben wir natürlich nicht. Wir sind Hunsrück und wir haben 6 Kilometer weiter weg das Saarland. Wir sind also so ein Zipfelchen
Und den richtigen Hunsrück, da denkt man an Ida Oberstein, Birkenfeld, den Sohnwald und so weiter. Wir liegen auch viel zu nah an Trier. Mhm. Das heißt auch, wer hier bei uns sich irgendetwas anhören will, der guckt erstmal in Trier. Mhm. Und dann erst in unserer Region. Und außerdem gibt es so eine unbeschreibbare, unsehbare Grenze zum Saarland. Das ist 6 Kilometer weg. Und die Saarländer sind natürlich etwas, das ist eigentlich auch die Geschichte. Die hatten ihre Stahlindustrie, das war dreckig, das war laut. Die sind also sehr viel, auch am Wochenende oder wenn sie frei haben, in die Gegend gefahren und sind auch sehr kulturbeflissen. Das heißt, wenn es diese unsichtbare Wand nicht gäbe, dann bekämen wir auch sehr viel mehr Zuschauer oder Zuhörer aus dem Saarland. Wir versuchen jetzt auch, das in die Region mit einzubinden. Denn wie gesagt, das sind schon 6 Kilometer. Eigentlich nicht viel, ne? Aber wenn es in der falschen Richtung ist, genau, dann vielleicht doch. Und da liegt Hermeskeil in der falschen Richtung. Ist also irgendwo so ein bisschen so ein Vakuumgebiet, auf der einen Seite Trier, auf der anderen Seite das Saarland. Ja. Ja. Und vielleicht hat die Eifel auch ein größeres Umland, Die zieht ja von Köln, die Eifel ist an sich weniger, Köln, Bonn und so weiter. Genau, das sind die nächsten Hochburgen und die Eifel an sich ist ja relativ leer. Das heißt also, sie kann sich auf sich konzentrieren. Genau, genau. Mhm. Und das ist ja ein tolles Erfolgsrezept, was da in der Eifel ist. Es ist natürlich, es ist wahrscheinlich so eine Abstufung. In der Eifel klappt das wunderbar, an der Mosel geht es einigermaßen und wir müssen uns doch sehr bemühen. Ja, wobei der Herr Zierden ja auch einen gewissen Vorlauf hatte. Der kam ja nicht und war wie Phönix aus der Asche, das Literaturfestival hat auf die Beine gestellt, sondern der hatte auch einen Vorlauf und hatte auch ordentlich Arbeit, das publik zu machen. Aber es ist schon interessant, diese Unterscheidung. Nun haben wir natürlich auch durch die Gründung von Literatur on Tour Saar-Hunsrück jetzt so einen kleinen Gegenpunkt geschaffen und hoffen doch, dass wir dem Herrn Zierden ein bisschen nachfolgen können. Ja, das hoffen wir, das ist richtig, du bist nicht nur in Kulturerleben, Hermeskeil Kulturerleben aktiv, sondern auch im Hermeskeiler Museum. Ja, und zwar im Hochwaldmuseum. Im Hochwaldmuseum, Was ist da deine Rolle oder deine Tätigkeit? Wir haben einen Förderverein gegründet und da bin ich die erste Vorsitzende. Und ich muss also sagen, ich habe auch mit das Museum eingerichtet. Mhm. Das waren 4 Herren, eine Dame. Mhm. Und die haben dann auch öfter mal gesagt, das ist ganz gut, wenn man eine Frau-Meinung dabei ist. Ja, das denke ich schon. Und wir haben also diese 4,5 Jahre habe ich nicht ganz mitgemacht. Ich habe nur 2,5 Jahre und das ist eigentlich, obwohl wir einen offiziellen Museumseinrichter hatten, ist es eigentlich eine Halbtagsarbeit gewesen, die wir alle ehrenamtlich gemacht haben. Das hieß dann immer, wie können wir das jemanden, der einfach nur so aus Versehen ins Museum gekommen ist, schmackhaft machen. Wie können wir die Besucher dazu bringen, dass sie mehrmals kommen? Ja. Und ich denke, das ist uns sehr gelungen. Wir haben auch vor Jahren den ersten Preis bekommen von Rheinland-Pfalz für diese sogenannten privat geführten oder ehrenamtlich geführten Museen. Ich denke mir mal, wichtig war auch, und das setzt euch wahrscheinlich von anderen Heimatmuseen ab, ist, dass ihr auch einen professionellen Didaktiker drin hattet, also Museumspädagogen drin hattet, der euch dann auch dabei unterstützt hat. Wie setze ich das auf? Wie mache ich das auch für Lieschen Müller interessant? Ja. Wir hatten darüber gesprochen, für Lieschen Müller interessant, dass das Heimatmuseum dann auch so was Besonderes wird. Ne? Ja, wir haben dann da diese Sprechsäulen. Das heißt, wenn man mit Kindern durchgeht, dann geht man in die erste Etage. Da ist dann zur Zeit von Oma alles eingerichtet. Und da haben wir in der sogenannten eingerichteten Küche, haben wir also einen Sprech,
diese Sprechsäule, die, ja. Das ist eine Großmutter, die mit ihrem Enkel, mit ihrer Enkelin spricht und ja. ihr erklärt, wieso es da keine Gott, wieso es keinen Backofen gibt und so weiter. Oder wie man früher gebacken hat. Wie man früher gebacken hat, gekocht hat und dass es eben alles einfach war, klein war und so weiter. Und das kommt sehr gut an. Ist auch wichtig, den Kindern das beizubringen, dass das nicht alles im Regal liegt und da wächst, zum Beispiel. Dass man auch weiß, dass sie dürfen es auch anfassen. Genau. Viele Kinder haben dann wenigstens in unserer Gegend noch irgendeine Großmutter, die noch irgendwas auf dem Dachboden und dann heißt, das hat meine Großmutter auch. Ja, gut. Das ist dann auch interessant für die Kinder. Ja, das ist so deine eine Hälfte Kultur. Dann hast du noch ein zweites ganz wichtiges Thema, was dir am Herzen liegt. Du bist Autorin mit Leib und Seele und hast unterschiedliche Bücher geschrieben. Beginnen wir mal mit deinen Kinderbüchern. Ja. Du hast Kinderbücher geschrieben. Meine Frage jetzt, in dem Moment oder in der Zeit, wo deine Kinder klein waren oder erst später? Erst später. Ja. Da ist man zu beschäftigt, es kommt immer erst die Familie und die Arbeit auch. Ne? Ja, genau. Und habe dann erst angefangen, später, als die schon größer waren. Ne? Welche Themen hast du dir da rausgesucht? Hast du spezielle Themen? Ja, erstens mal liebe ich ja die Mosel. Und das ist auch ein Vorteil von unserer kleinen Stadt. Wir sind in einer Viertelstunde unten an der Mosel. Wir haben also quasi den Hunsrück mit den Wäldern um uns herum und setzen uns ins Auto, fahren die Serpentinen runter und sind unten an der lieblichen Mosel. So ist es, genau. Und weil ich die nun eben mag, handelt es sich da immer um eine Winzerstochter, die aus Köln, weil die Mutter einen großen Unfall hat, die Zwillinge vom Onkel bei ihnen übernachten und auch bei ihnen leben ein paar Monate. Und die erleben dann natürlich sehr spannende Geschichten. Alles, was ich da habe, ist authentisch. Mhm. Ich gehe ja auch immer hin und recherchiere. Und es wird dann alles, hat also zum Beispiel der Weinbau, das ist äußerst schwierig, das für Kinder interessant zu gestalten. Also ich habe sie dann in einen Traktor gesetzt und da konnten sie ihren Onkel dann ein bisschen über den Weinbau fragen. Da bin ich natürlich zu einem Winzer gegangen und habe mir alles erklären lassen. Das muss authentisch sein, besonders bei Kindern. Und das ist dann eingepackt. Man könnte also quasi an der Mosel entlang fahren, da kommen überall meine Beschreibungen vor. Das ist also dann ein altes, verfallenes Gutshaus und eingepackt in eine spannende Geschichte. Das zweite handelt dann von einem Falken, das heißt der geheimnisvolle Falkendieb, von einem Wanderfalken. Und da habe ich eine Falkenwacht mitgemacht. In der Nähe von Trifels, in diesen Felsen, zum Teil Kletterfelsen, zum Teil sind sie gesperrt, da nisten Wanderfalken. War auch äußerst interessant und das ist einfach, die Idee kam mir, als ich mal gelesen habe, dass ein Turmfalke vom Kölner Dom runtergestoßen ist mit 120 Stundenkilometern und sich eine kranke Taube auf der Domplatte geschnappt hat. Und das ist auch wieder in eine spannende Geschichte, denn gerade Wanderfalken sind ja im Orient sehr beliebt, weil sie da als Jagdvögel benutzt werden in der Wüste. Und da konnte man sehr viel Geld mitmachen. Also musste man aufpassen, dass man die Gelege bewacht hat und eben auch die Diebe
haben sich da natürlich dran gesetzt und haben die Eier oder die Jungvögel gestohlen. Und das kommt also in diesem Buch drin vor. Also wieder eine spannende Geschichte, aber gleichzeitig wird über diese Vögel alles berichtet. Ja, also wenn du dir deine Themen aussuchst oder wenn du recherchierst oder wenn du dein Buch schreibst, so, das ist ja dann diese Kette, dir ist immer bewusst, du schreibst für Kinder. Du hast es eben selbst gesagt, Kinder sind ganz kritisches Publikum. Kinder haben auch ein Auge und ein Gedächtnis für Details. Ja. Insofern muss man da immer aufpassen. Die kann man nicht so einfach abbügeln oder mal schnell drüber hinweghuschen. Das funktioniert nicht. Und was dir im Grunde auch immer wichtig ist, dass es so einen Effekt des Lernens hat, ohne jetzt die Kinder zum Gähnen zu animieren, zu sagen, oh, wie langweilig, Falken im Himmel. Ja, also das muss immer irgendwie ein bisschen aufgearbeitet werden. Ja, ne? Ja, und das dritte Buch, das war dann gab es gerade das Jahrhunderthochwasser hier an der Mosel. Mhm. Und da ging es also darum, welche Vereine oder wer hilft mit, wenn Hochwasser ist. Und was mich fasziniert hatte, war, dass die Feuerwehr bei sowas auch mithilft. Ich hatte immer gedacht, nur das technische Hilfswerk weiter. Mhm. Nein, die sind da also auch sehr beschäftigt und helfen mit. Und da geht es also auch wieder um einen Kunstraub, das heißt also eine alte Figur, die aus der Kirche gestohlen wird. Und all das Krimi. Sind dann diese drei Kinder immer beteiligt, aber eben im Endeffekt müssen sich dann doch immer an die Polizei wenden, denn ich möchte ja doch, dass die Kinder wissen, man kann nicht alles aufklären, das ist zu gefährlich für Kinder und man muss sich dann doch an die Polizei wenden und die, da dürfen sie dann mitgucken, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Ja. Ja, toll, eine ganz spannende Arbeitsweise und Herangehensweise. Ich denke, da hat man ja auch immer was davon, ja, wenn man sich dafür interessiert und eine Falkner diese Schule mitmacht oder diese Wanderung mitmacht oder mal bei der Feuerwehr vorbeikommt. Es kommt mir immer so ein bisschen vor wie Löwenzahn. Ja, also dieses von Erwachsenen aufgearbeitete Kindergeschichten, wo man als Erwachsener auch eine unbändige Lust daran hat, das sich anzugucken und auch zu sagen, ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Also auch noch was lernen. Ne? Ich lerne jedes Mal dabei. Ja, ne? Ja, jedes Mal. Und hol ja auch dann die nehmen mir Themen, die mich auch interessieren. Genau. Ne? Ja. Beim vierten Buch ging es dann nur um die Feuerwehr. Und jemanden, der immer Brände legt. Und dann kommen auch ein bisschen was Pferdefarm und so weiter drin vor. Also eben immer in eine Kriminalgeschichte eingedeckt. Und man könnte das quasi an der Mosel mal abfahren. Überall, was meinen Sie, wie lange ich fahren musste, bis ich eine Kirche gefunden habe, wo heute noch ein Friedhof drumherum ist. Das ist ja gar nicht mehr so. Ja. Ne? Unter Umständen. Da musste ich fast bis Koblenz fahren, bis ich das gefunden habe. Du, diese Kinderbücher hast du ja als Renate Meyer oder mit deinem Klarnamen Renate Meyer veröffentlicht. Du hast aber auch noch andere Artikel geschrieben, zum Beispiel, du hast mir erzählt, du hast Veröffentlichungen im Schellemann. Was ist der Schellemann? Da gibt's, ich bin auch Mitglied im Kulturgeschichtlichen Verein, der ist überregional. Und da gibt es einmal im Jahr ein Heftchen und da kann jeder schreiben über geschichtliche Sachen oder eben Erinnerungen an früher und so weiter. Und da habe ich also ein paar Mal lustige Sachen mir rausgesucht. Zum Beispiel ein Titel hieß Die Engel der Dörfer. Das war ja früher so, der Arzt konnte nicht immer kommen. Es waren ja noch sehr viel weniger Ärzte als heute. Und wenn dann Geburten anstanden, dann musste die Hebamme helfen. Und die Frauen hatten ja niemanden außer den Pfarrer oder den Lehrer.
Und wenn sie mal Probleme mit ihrem Mann hatten, das konnten sie dem nicht sagen, also haben sie sich an die Hebamme gewandt. Und daher der Titel Die Engel der Dörfer. Mhm. Die Hebammen haben dann so geholfen, wie es ging. Und da habe ich also dann mal den Einsatz einer Hebamme im Winter beschrieben. Ja. Schellemann, wo kommt dieser Name her? Das ist doch bestimmt irgendeine historische Figur. Ja, und zwar gibt es sogar noch einen in Dampfloss, der ist 92. Und das war also, ja, früher hatten man nicht dieses Kommunikationssystem wie heute. Das heißt, es wurde einer ausgeguckt oder bestimmt im Dorf. Der ist dann, wenn zum Beispiel der Steuereinnehmer kam, der wurde dann in den Dörfern Ennemer genannt. Wenn der kam und die Steuer eingetrieben hat bei den Leuten, dann wurde das vorher, ging der mit der Schelle rum, hat sich dann an alle Kreuzungen gestellt und hat dann gerufen, der Schellemann ist da, und hat dann gesagt, um so und so viel im Gasthaus da und da ist der Steuereintreiber, also Leute kommt. Oder Nachrichten, alles das, was man sonst per Radio gab es damals nicht oder viele haben kein Radio gehabt. Dann war der Schellemann derjenige, der das alles kundgetan hat. Und es gibt noch einen in Dampfloss, den letzten seiner Art. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Mit dem habe ich mich unterhalten und der hat mir auch eine ganz lustige Geschichte erzählt, die ich ebenfalls geschrieben habe. Perfekt, wunderbar. Wir kennen uns ja jetzt schon 2 Jahre, glaube ich, ungefähr. Und was mir aufgefallen ist oder wo du mir ganz positiv aufgefallen bist, war, als du die Weihnachtsgeschichte für die Weihnachtsfeier in Waldweiler für Literatur und Tour geschrieben hast. Da hast du spontan gesagt, ich schreibe eine Weihnachtsgeschichte extra nur für diese Weihnachtsfeier und trage die vor. Und das fand ich spontan, fand ich toll, flexibel. Machst du das öfters? Nein, eigentlich nicht. Nein. Also das war wirklich so eine einmalige Geschichte. Ja, ja. Aber das war so toll und freut mich. Ja, das war klasse. So, Renate, bis jetzt haben wir von deinen Veröffentlichungen als Renate Meyer gesprochen. Jetzt hast du 2014 dein Buch rausgebracht unter Rena May. Ja. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Was ist denn der Unterschied zwischen brauchen und lieben? Und gibt es da Gemeinsamkeiten? Da gibt es Gemeinsamkeiten, denke ich. Ganz früher war, oder früher war das ja so Sitte, dass Eltern bei Freunden und so weiter geguckt haben, gefällt uns der junge Mann oder gefällt uns das junge Mädchen, passt alles zusammen und so weiter. Und da wurden oft auch Ehen geschlossen, wo sich das Paar gar nicht so sympathisch fand oder auch wenig kannte. Und im Laufe der Jahre, ich denke, dass es auch eine Vertrauenssache ist, im Laufe der Jahre, wenn man also viel miteinander erlebt hat, dann kann man sich schon fragen, ich brauche dich, du ergänzt mich überall, du unterstützt mich überall. Ist das Liebe? Ich liebe dich mittlerweile. Mhm. Und das fand ich doch faszinierend, weil oft solche Ehen, wenn man so dahinter guckt, lange, lange halten. Mhm. Auch das Gefühl, ohne diesen Partner kann man nicht leben. Und das frage ich mich, ist das nicht eine Art von Liebe? Doch, ich denke, das passt auch gut zusammen. Also oft ist ja auch aus Lieben brauchen geworden, weil man ganz einfach dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Ja, natürlich geht es auch andersrum, so wie du das beschrieben hast. Aber ich glaube schon, das ist so eine Symbiose, die entsteht, brauchen, lieben, wenn es nicht ein krankhaftes Brauchen wird. Ja, das nein, ist ja nein. Dann auch wieder etwas anderes. Das ist richtig. Ja. Es gibt ja Menschen, die, nehmen wir mal, eine Frau ist anlehnungsbedürftig. Die braucht dann auch einen Mann, der eventuell ihr manche Sachen
aus der Hand nimmt und selber regelt oder umgekehrt. Es gibt auch Männer, wo die Frau, da sagt man sich manchmal, die Frau ist der Mann in der Ehe, aber die brauchen sich eben und ergänzen sich dann zu einem Ganzen. Ich denke immer, der, der es am besten macht, kann es machen und genau. dann ist das auch, dann passt es, ne? Dann gehört es zusammen. Der Anstoß zu diesem Buch, was ist, hat den Anstoß gegeben, dass du diese Geschichte geschrieben hast? Du kannst ja auch mal den Inhalt des Buches kurz umreißen. Ja, der Anstoß ist eigentlich, dass ich doch oft, ich bin ja in einem sozialen Beruf gewesen, da lernt man viele Menschen kennen und eben oft der Fall ist, dass man sagt, also der gefällt mir nicht beim ersten Mal. Und dann plötzlich unterhält man sich oder trifft ihn ein zweites Mal und denkt, Donnerwetter, ist das ein netter oder ein interessanter Mensch. Und wenn man das denkt, dann ist es völlig egal eigentlich, ob es ein hübscher Mensch ist oder einer, der gar nicht auffällt oder so, weil der Charakter auffällt und alles überdeckt. Mhm. Und das ist mir auch ein paar Mal passiert. Und hier die Hauptdarstellerin, wenn man mal so sagen kann, ist eigentlich eine unauffällige, man würde auch sagen, hässliche, fast hässliche Frau, die sich, oder noch als Jugendliche, die sich von ihrer bildhübschen Freundin immer unterbuttern lässt. Ja. Und durch diese Geschichte mit ihrer Freundin muss sie auch immer alles ausbaden, was die da macht. Und da passiert es eben, dass sie den enttäuschten Freund dieser Freundin, dass sie dem quasi in die Hände fällt. Genau. Und dadurch ändert sie sich plötzlich. Sie sieht plötzlich ihre Freundin, für die hat sie alles getan, in einem ganz anderen Gesichtspunkt oder in einer anderen Ansicht. Sie besinnt sich auf sich selber, ist auch plötzlich auf ihre Familie, sie ist das Kind einer von älteren Eltern, da hat sie sich immer für geniert für die älteren Eltern, merkt plötzlich, dass sie liebevolle Eltern hat und konzentriert sich auf ihre Familie und ihre Karriere. Sie macht dann Karriere beim Rundfunk und lernt da auch jemanden kennen. Hier hinten in der Beschreibung steht der allseits beliebte Fred. Das ist also auch ein sehr beliebter Fred. Ne? Ja, sehr beliebt bei den Damen. Genau. Und, aber nicht gehasst, obwohl er wie ein Schmetterling von Frau zu Frau fliegt, weil er sich, weil er in puncto Liebe nicht egoistisch ist, sondern schaut, dass seine Partnerin auch auf ihre Kosten kommt. Und deswegen mögen sie ihn alle immer noch. Mhm. Und der macht also auch Karriere bei diesem Rundfunksender. Und gut, es ist sein Leben beschrieben, es ist ihr Leben beschrieben, es ist das Leben des Freundes und späteren Ehemanns ihrer Freundin, ihrer Ex-Freundin beschrieben. Und es ist diese Entwicklung, dass sie plötzlich wieder zusammenkommen und dann sind natürlich dramatische Sachen, die nicht so glatt laufen und ganz zum Schluss haben wir unser Happy End. Ja, das ist auch schon mal gut. Die Frage, die ich mir beim Lesen des Buches gestellt habe, wir haben ja eben darüber gesprochen, dieser erste Blick oder das erste Treffen, Schubladendenken ist so das Stichwort, versucht ist, beim ersten Mal sofort eine Kategorisierung vorzunehmen und zu sagen, der gefällt mir nicht, der ist mir zu dick, zu dünn, zu braun, zu schwarz. Und dass das im Grunde eine Vorgehensweise ist, vor der sich keiner wehren kann. Mhm. Also ich glaube, das passiert jedem. Ja. Man muss es sich nur bewusst werden und nochmal reflektieren, ne? Und Vorurteil als Wahrnehmungsfehler im Grunde, oder? Ja, ist es so? Ja, 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 ja. Und wenn die vier jetzt zusammenarbeiten, beziehungsweise wenn die vier sich jetzt unterschiedlich in unterschiedlicher Konstellation begegnen,
sieht man auch die unterschiedlichen Charaktere, die durchaus aus dem Leben gegriffen sind, Renate. Ja, ne? ja. Da habe ich immer darauf geachtet, auch bei den Kinderbüchern, dass das alles real ist. Ja. Dass es jedem passieren kann. Und hier in dem Fall von Martha, der Hauptfigur, die ja dann auch eine Lösung findet für ihre Probleme. Ja, ja. Und eben, wie gesagt, der Verlag hat natürlich dann auch geschrieben, flüssig geschrieben, spannend und sexy. Und wenn ich vorlese, lasse ich das sexy weg. Warum? Warum? Will ich dann doch nicht. Ich lese dann das Spannende, den spannenden Teil, als Fred da undercover arbeitet für eine Sendung. Und das flüssig Geschriebene, da lese ich dann vor, wie sie dann ihr Leben im Radiosender hat. Aber sexy gehört eindeutig dazu. Das solltest du nicht weglassen. Ja, ja. Das gehört sicher dazu, ja. Aber gut, das Vorlesen ist immer noch was anderes. Das stimmt, das stimmt. Das Lesen seiner Texte bedeutet ja nicht lesen, sondern auch interpretieren. Ja. 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 Insofern, das ist schon ein gewisser Ansporn oder Anspruch eines Autors, haben sollte. Mhm. Genau. Wie ist denn dein Kontakt zum Publikum? Du machst ja auch Lesungen. Ja, also gut, es hört sich ja dumm an, aber an sich sind sie immer sehr zufrieden, wenn ich vorlese. Es ist ja auch, wenn ich vorlese, dann bin ich in dieser Person drin. Und dann, ich könnte also, glaube ich, nichts ganz Trauriges vorlesen. Dann würde ich selber heulen. Weinen und dann geht es nicht mehr weiter. Ja. Genau. Und das merken die Leute ja dann auch, mhm. wenn man im Buch drin lebt quasi, das merken die. Mhm. Sprechen die Zuhörer dich dann auch auf das Buch an und sprechen mit dir nochmal? Ja, die haben sehr viele Fragen. Ja, welche zum Beispiel? Ja, wie ich dazu komme, wo ich meine Ideen hole, wie lange ich an einem Buch arbeite und es ist fast überall das Gleiche. Es sind immer die gleichen Fragen, aber die Antworten sind unterschiedlich. Ich kann es dir aus Erfahrung sagen. Also wie geht ein Autor an ein Buch heran? Das ist eine weite Palette. Der eine schreibt los und kommt irgendwo an, der zweite macht sich Strukturen und arbeitet sich von Punkt zu Punkt oder von Schlüsselpunkt zu Schlüsselpunkt. Wie machst du es? Ich mache es so, ich habe meine Ideen und ich weiß den Anfang und den Schluss. Und die Personen innen drin sind selbstständig. Während ich schreibe, kommen mir dann die weiteren Ideen. Ist ja schon witzig. Aber es muss enden, so wie ich es mir gedacht habe. Okay. Aber die sind ja dann schon lebendig und selbstständig, die Figuren. Ja, ja, ja. Man denkt sich ja in diese Person oder in den Charakter hinein und dann denkt man halt, jetzt kommt dies und das, wie hätte der reagiert? Also schreibt man das dann so, wie man sich das denkt. Ja. Schön, ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Buch, auf jeden Fall. Weitere Lesungen. Danke. Wie sind denn die weiteren Pläne von dir? Ja, ich habe noch ein Buch da liegen. Das ist dann auch so eine moderne Geschichte. Und eigentlich will ich da noch gar nicht drüber sprechen. Dann wollen wir das auch nicht machen. Ja. Aber du bist sehr aktiv, schreibst weiterhin. Ja. Vielleicht auch mal auf die kommende Weihnachtszeit vielleicht irgendwas. Ja, das ist ja dein Steckenpferd. Ja. Ne? Und ansonsten machst du Lesungen, veröffentlichst und bist weiterhin aktiv. Ja, ja. Das musst du auch. In der Kultur bleibst du auch noch zu Hause. Ne? Ja, und klar. Das macht ja auch Spaß. Und wenn irgendetwas sehr gut läuft, dann ist es ja auch ein Erfolgserlebnis. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Renate, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke, mir auch. Sehr schön. Liebe Zuschauer, das war das Gespräch mit Renate Meyer. Und zu dem Buch ist mir noch ein Spruch eingefallen, den ich Ihnen jetzt mit auf den Weg gebe. Was nützt einem eine schöne Schüssel, wenn sie einen Riss hat? Ist ja so, oder? Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, können Sie sich die Sendung nochmal anschauen in der Mediathek www.ok54.de/mediathek oder Sie schauen mittwochs nochmal rein, dann kommt es auch
Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. In your car, it's warm. Talk away to you, this feels so right. City with sights. I wanna stay. I hope and pray that you feel the same, that this isn't a game just for tonight.